Was geht ab, Manuzi Fighter? Ozaru back at it again. Rosé. Rosé fehlt uns immer noch. Goku Black Rosé. Und ich wusste es. Ich wusste es. Ich hatte es im Gefühl, dass es schwer sein wird, ihn zu pullen. Weil in JP habe ich ihn legit beim ersten Multi gezogen. Erst oder zweiten. Free to play. Aber in Global müssen wir natürlich leiden wie eh und je. Egal, wir sind da. Wir sind da. Part 3. Rosé. Wirklich, ein Rosé. Subarashi. Let's go, let's go. Goku Black Rosé wollen wir auf jeden Fall summen. Für Goku Black Rosé summen wir auch heute. Machen einen weiteren Durchlauf. 1, 2, 3, 4, 5 Pots. Weiteren Durchlauf machen wir hier für Rosé. Oder ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Es sei denn, er droppt jetzt. 5 Pots Super Saiyajin 2. 5 Pots Super Saiyajin 2. Dr. Gero. Super Sabon. Hashtag nicht gefeatured. I've got you, okay. C17 wieder. Immer und immer wieder. Ihr merkt aber schon, es hat ein Extreme Fest Banner. Hier sind nur Extreme Types drin. Das meint damit, dass. Ja. Die Banneranzahl, die Banner selbst quasi gering sind, die Anzahl der Charaktere. Natürlich ist das so, dass 5% aufgeteilt werden für die gefeaturten Charaktere, 5% für die nicht gefeaturten, aber dadurch, dass halt die Banner an sich weniger Charaktere haben, auch wenn es nicht gefeaturte sind, sind es halt in dem Fall Villains und in anderem Fall die gefeaturten halt. Sind es auch nicht so viele Charaktere. 3 Dokkan-Tickets, let's go. Ja, zweiter Multi, lasst uns den hier kurz locken und dann machen wir mal weiter und immer weiter. Komm schon. Goku Black Rosé, please. 1, 2, 3, 4, 5 Pots. 5 Pots wieder. Wir pullen zurück. Wir gehen in Super Saiyan. Ich brauche ihn unbedingt, ja. Goku Black Pullover. Ihr wisst, wer Goku Black auch Liebhaber, ja. Zeitlieblingscharakter, wenn ihr mich fragt. Zeitlieblingscharakter. Außer Vegeta. Goku Black Rosé auf jeden Fall. Zweimal nicht gefeatured. Die haben wir auch schon oft gepullt, ey. Ohne Witz, mir kommt so vor, als würde ich gerade nur dieselben Charaktere ziehen. Die beiden haben wir oft im ersten Video gepullt. Und irgendwie kommen die wieder. Aber 2 SR, 2 SR, 2 nicht gefeaturete. Während es 2 gefeaturete, umso geiler. Rikumere. Maschinen-Pilaf. Pilaf die Maschine. Sammy. Und Gegesani. Das war's auch schon. 2 nicht gefeaturete. Wie viele Tickets bekommen wir? 3? Yes, 3. Sehr gut. 3 nehmen wir auf jeden Fall an. Die sind nicht gefeatured und bringen mich um. Zwei Multis schon. Yes. Wir wollen Rosé. Please. Gib mir Rosé. Hacker to the right. To the right, ja. Baseform. Happy to base und ihr wisst was das heißt, crack the screen und wir bekommen it's over, nicht Freezer, it's over Goku Black. Ist es wirklich vorbei? Wenn ihr jetzt glaubt, dass Goku Black zieht, lasst ein Like da, beziehungsweise wenn euch das Ganze jetzt auch schon gefällt bis jetzt, lasst ein Like da und abonniert mich, aktiviert die Abo-Glocke, wenn ihr nichts verpassen wollt. Welchen SR ziehen wir? Egal wer es ist, bitte nicht gefeatured. Die Pose muss sitzen. Nicht diese, wir wollen die Ningen-Pose. Goku Black Rosé-Pose. Hashtag nicht gefeatured. C13, out of nowhere, like legit. Einfach total random. C13 gepult. Okay. Hashtag nicht gefeatured. Weil wir so viele gefeatured gezogen haben, müssen wir auch viele nicht gefeatured ziehen. Ja, schön wär's. Diese nicht gefeatureten Charaktere, die rauben mir legit den allerletzten Nerv, den es gibt auf diesem Planeten. GG würde ich sagen. Wir machen weiter. Ich höre nicht auf. Don't stop. Letzte Multi, kostenlose Multi. 1, 2, 3, 4, 5 Pots waren das. Yes. Und ich wusste es. Ich wusste, dass es wirklich sehr schwer für mich sein wird, Goku Black Rosé zu pullen. Den neuen Strength Rosé. In JP ist er legit aus Free-to-Play-Stones gedroppt. Aber hier muss ich einfach zittern. Bangen, schwitzen, hoffen. Er kommt nicht. Er kommt nicht. Ich warte die ganze Zeit auf die Silhouette von Goku Black Rosé, dass er aufpoppt.
Aber da tut sich legit gar nichts. Da tut sich gar nichts. Da tut sich ein Hashtag nicht gefeaturter Charakter schon wieder. Das ist der neue. Das ist SSA, machst du. Hashtag nicht gefeatured. Es ist the living dream. The living meme. Wirklich. Warum ziehen wir so viele nicht gefeaturte Charaktere? Wir uns ganz kurz die Tickets gucken, was die Tickets da rausgeben. Ballern die Tickets weg. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze läuft. 8 Tickets haben wir. Lass uns Multisum raushauen. Dann gucken wir mal, was da abgeht. Oh mein Gott. Rogedes. Super Saiyan Rogedes. Let's go. Bitte. 1, 2, 3, 4. 4 Pots. Das ist jetzt schon der dritte Durchlauf bei Rosé. Dritter Durchlauf. Heißt, wir haben hier ein bisschen knapp 400 Stones schon rausgehauen. Egal. Solange wir ihn ziehen, wenn er droppen sollte, dann ist alles egal. Dann ist mir das wirklich Schnuppe. Solange wir ihn ziehen, wir haben ihn nicht gezogen. GG. wir haben zwar noch 3 Tickets, aber lassen wir einen Multisum raushauen. Wir haben 74 Stones. Da bekommen wir dann noch Tickets. Auch wenn ich hier Singsum raushauen könnte. Fürs Video dann quasi, wenn wir da jetzt noch 2 Tickets bekommen, können wir da noch ein Multi raushauen. Oder es sei denn, hier droppt irgendwas zu Barashi. Herrgott to the rights. Super Saiyan, wir gehen in Super Saiyan. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, 3, 3, 3, 3. Okay, der war lange da. Er wollte zum Super Saiyan 3 gehen. Dachte sich dann, lieber nicht. Nice. Gokua. Hashtag, verdammt nochmal, nicht gefeatured. Wir ziehen so viele SR, ich will mich nicht beschweren, wir ziehen echt viele SR, aber sie sind verdammt nochmal alle nicht gefeatured. Und diese nicht gefeatured SR, die bringen mir rein gar nichts, weil wir hier die gefeatureden wollen. Keine Ahnung. 4 Tickets, let's go. Schauen wir mal, was wir aus den Tickets bekommen. Aber diese nicht gefeaturten, die rauben mir den letzten Nerv. Legit. Die rauben mir wirklich den allerletzten Nerv. Warum? Gibt es so viele nicht gefeaturte in einem Banner? Das ist doch legit ein Albtraum. Wenn wir nur nicht gefeaturte Charaktere ziehen und statt gefeaturten, es ist legit ein Albtraum. Also wirklich. Oh mein Gott. Ja. Go to the right. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2. Super Saiyan 2, go to the right. 5 Charaktere. Wird da etwas droppen? Zamasu ist da, okay. Goku Black brauchen wir. Und dann brauchen wir Rosé, logischerweise. Aber wir bekommen Ginyu mit seinem Ass. Auch nicht schlecht. Und kein SSR an der Stelle. Aber wir haben noch ein paar Singles, die haben wir auch auf jeden Fall auch raus. 2 Singsums. Traurig, aber wahr. 1, 2, 2 Pots. Lief es bei euch wirklich auch so schlecht? Oder hattet ihr da mehr Glück als ich? Also Glück habe ich schon, ich ziehe SSR, aber wow. Mehr nicht gefeatured als gefeaturete. Viel mehr nicht gefeatured als gefeaturete. Leider Gottes Willen. 1 Singsum haben wir noch. Hergo to the left, was wird es sein? Super Saiyan gehen wir immerhin und wir gehen in Super Saiyan 2. Letzter Single Summon. Oh mein Gott. Wir sind zurück. Das kann doch nicht sein. Wir nehmen. The Greed, wir nehmen auf jeden Fall noch diese Summits mit den kostenlosen hier und die Tickets. 1, 2, 3, 4, 5 Pots, 5 Pots, komme was wolle. Nein, nicht komme was wolle, bitte, komme Rosé. Super Saiyan Rosé. Super Saiyan 2. Super Saiyan 2, naja. Super Saiyan 3 Animation hatten wir bis jetzt noch nicht. Ist mir recht, wenn wir Rosé trotzdem ziehen. Ob wir ihn ziehen, ist halt die Frage. Like legit, ob wir ihn ziehen, ist halt die Frage. Hellfighter 17. C17, ich sehe nur C17, legit sonst gar nichts.
Und nicht gefeatured Charaktere natürlich. Wie habe ich die vergessen? Und nicht gefeatured Charaktere sehen wir noch. Schwierig, schwierig, schwierig. 1, 2, 3, 4, 5 Pots. Oh Mann, bitte, gib doch mir nur ein Rose. Ich flehe dich an, Game, bitte. Immer wenn ich das sage, ich brauche nur ein, ich will den nur einmal. Bekomme ich den nie. Es sind Welten, es sind Welten. Ihr müsst euch vorstellen, die Raids, dass ein nicht gefeatured Charakter zieht, also kommt, einer von der ganzen Anzahl. Wisst ihr, wie gering die sind? Da werden 5% aufgeteilt in, keine Ahnung, wie viele SR nicht gefeatured sind, 60 Stück. Und bei den Gefeaturedten werden 5% für die Gefeaturedten aufgeteilt. Das sind 6, 7 oder 8 Gefeaturedte. Dass wir nun nicht Gefeaturedte ziehen. Ja, mein Gott, Alter. Endlich ein Gefeaturedte und den nehme ich auf jeden Fall an. Super 17 mag ich. Ich mag Super 17 auf jeden Fall. 8. Oh, 3 Leute, ich dachte gerade für 8. Super 17, oh mein Gott. Super 17 nehme ich auf jeden Fall an. Jupp für ihn. Aber hier, schau mal, das hätten 3 Gefeaturedte sein können. Die Rate für diese nicht gefeaturedten ist so dermaßen gering. Kostenloser Multi, wir sind echt schon richtig deep in dem Banner. Das kann so nicht sein. 1, 2 Pots. Rainbow? Rainbow Super Saiyan. Rainbow Super Saiyan. Super 17, das hat sehr gut getan, dass ich Super 17 gezogen habe. Will ich euch nicht anlügen. Super 17 mag ich auf jeden Fall. Einen Dupe nehme ich auf jeden Fall an. Erster Dupe für Super 17. Er war lange nicht mehr in dem Banner online. Gott sei Dank. Nice! Super 17! Super 17! Nice, 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 nice. So sollte es. Ich wollte gerade sagen, so sollte es laufen. Wenn ein SR kommt, sollte er gefeatured sein. Da kommt direkt schon nicht gefeatured hinterher. Egal. Ja! Endlich! Verdammt nochmal! Endlich! Nicht verdammt nochmal! Oh mein Gott! So. Dieser Charakter, ich liebe diesen Charakter, sieht so geil aus. Oh mein Gott, der sieht so insane aus. Endlich! Hat aber auch allzu lang. Ah, oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott! Genau so! Genau das meine ich! Seht ihr, wenn die SR als gefeatured kommen, guckt mal, was ihr zieht! Schaut mal, was ihr zieht. Sie müssen nur gefeatured sein. Und eigentlich ist es nicht die Welt, dass sie gefeatured sind. Wir haben nur Tausende nicht gefeaturede gezogen. Aber egal, wir haben jetzt Rosé, wir haben Super 17 Dudes, Omega Dudes aus den älteren Videos. Wir haben hier alles. Bleh! Cooler Dupes. Und Rosé, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Rosé. Wir holen uns doch die Tickets, hauen die Tickets raus und dann beenden wir das Video. Zum Glück sind wir dann nochmal zurückgesprungen, zum Glück sind wir nochmal zurückgekommen, wir hatten echt Glück. Was heißt Glück? Wir müssen dafür verdammt nochmal kämpfen und einen müssen wir noch ziehen. Vegito Blue fehlt uns ja auch noch. GG Vegito Blue. Letzter, endlich, der Banner ist für mich offline jetzt, der Banner ist für mich offline. Wir haben richtig gut gezogen, wirklich bis zum Rosé-Pull. aber der Banner ist jetzt offline für mich, der kann ruhig offline gehen. Wobei natürlich, der ist noch sehr, sehr lange online. Discounts gehen 100 Stunden, Countdown steht immer dran. Ah, egal. Heißt, wir werden dann natürlich weiter sammeln, aber nicht bei Rosé, bei Vegito Blue. Die nächsten Tage, die nächste Zeit, oder vielleicht haben wir das auch schon, je nachdem. Ich weiß, wie ich das Ganze schedulen werde. Wir hauen hier noch die letzten Tickets raus. Kommt noch was? Nö, aber ich bedanke mich fürs Zusehen, beziehungsweise haben wir dann Gott sei Dank Rosé gezogen. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Es war ein harter Kampf. Wir haben ihn dennoch gezogen. Hat sich gelohnt. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Macht's gut. Peace.